Kranker Scheiß. Link hat mit Hilfe des Riesenkerns des Marco-Baums aus drei Eingängen eingemacht. Und hat sich dabei eingemacht. Was soll das jetzt wieder sein? Löwenzahn, Michael. Allergisch gegen. Danke, Link. Danke, Marco-Baum. Du hast mir sehr geholfen. Du hast alle Essenzen der Zeit zusammengetragen. Nun kann ich etwas erschaffen, das dir helfen wird, Link. Da fehlte doch ein S gerade, ne? Bitte besuche mich, wenn du groß bist. Wenn ich groß bin? Wenn du groß bist? Ich warte auf dich ganz gleich, wie lange es dauert. Level 8, antikes Grabmal. Ja, dann auf, ne? Danke, Link. Du hast alle Essenzen der Zeit zusammengetragen. Nun kann ich etwas erschaffen, das dir helfen wird, Link. Bitte besuche mich, wenn du groß bist. Ich warte auf dich ganz gleich, wie lange es dauert. Ich glaube, es handelt sich hierbei um einen Übersetzungsfehler, aber mir ist es scheißegal. Wir porten uns vom Eingang der Höhle weg. Und zwar dann an den Südstrand. Ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht, alles hier. Keine Ahnung. Feder brauche ich bitte. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Fast 3 Stunden Session jetzt gerade. Ich muss langsam aufs Klo. Achso, nee, wir müssen hier rüber. Ich glaube ja, wir müssen noch in die Gegenwart, aber... Nee, wir waren doch schon auf dem richtigen Weg, aber... Ich dachte mir, ich gehe doch mal woanders lang. So. Ja, bitte. Hallo. Bitte besuche mich, wenn du groß bist. Ich warte noch auf dich, dann gleich, wie lange es dauert. Du meinst wohl, bis du groß bist, nicht ich. Idiotischer Marco-Baum, ey. Wie kann man nur so blöd sein? So einer soll uns alle beschützen. Gott bewahre. Ja, es ist schon ein bisschen gemein. Ich geb's ja zu. Da bin ich ja mal gespannt, was jetzt hier für eine Party abgeht. Seid ihr bereit? Ich drück nochmal F... Ups. Ich drück nochmal F2. Entschuldigung. Selbst nachdem Nairo zurück ist, wächst der Turm weiter. Das ist ein schlechtes Zeichen. Genau, ich soll es aber noch retten, oder was? S-Fall. Sie. Link! Du hast alle 8 Essenzen der Zeit gefunden und ihre Kraft erfahren. Dank dir stimmt mein Zeitgefüge wieder und ich kann mich wieder erinnern. Ich bin die Behüterin von Nairo, dem Orakel der Zeiten. Ein Baum als Behüter? Ein Baum? Puh, mit einer Blume am Schädel? Ich weiß ja nicht. Mein Marco-Kern ist nur einem Held zu Diensten, der die Kräfte der Essenzen der Zeit kennt. Jener Held, der die Essenzen der Zeit kennt, nimmt die unabänderliche Wahrheit über Zeit und Raum wahr. Wenn du das schaffst, Link, wirst du Veran aufhalten. Nimm dieses. Da haben wir doch schon einen eigentlich. Der Riesenkern des Marco-Baums. Damit durchdringst du die Mächte des Bösen. Link, deine Bemühungen sind fruchtlos. Oh, diese Göhren sind mickrige Käfer gegenüber einer lodernden Feuersbrunst. Hallo, Twinrova. Wir werden uns an dieser Welt bedienen. Ganz gleich, wie sehr du dich bemühst, die finsteren Riten werden bald beginnen. Und diese Göhren sind mickrige Käfer gegenüber einer lohnenden Feuersbrunst, die wiederholt euch. Ohohohoho. Ach nee. Wer ist das denn? Mein Vati ist zu Stein geworden. Ey, die Textboxen wiederholen sich hier. Das ist in Oracle of Seasons nicht passiert. Es ist schwer, aber du darfst nicht aufgeben. Bewahre deine Hoffnung, dann wird dein Vater sicherlich bald wieder mit dir spielen. Mit seinem Steinkorb. Behalte unseren Namen in qualvollem Andenken. Der Name der Twinrova. Dieses Gefeixe immerzu, als ob das irgendwie stimmungssteigernd, beeinflussend, was weiß ich was wäre. Die Wiederbelebung des Königs des Bösen beginnt nun. Husten. Link, ich sollte das nicht sagen, doch
Eine Welt voller Qual ist eine verlorene Welt. Sag bloß. Halte Königin Ambi im schwarzen Turm auf und bezwinge Veran. Bitte. Vorher gehe ich in dich rein. Ach, guck mal. Wenn das nicht für unsere liebe Farore ist. Willkommen, Link. Ich bin Farore, das Orkai-Geheimnisse. Du findest dich in der Halle der Geheimnisse. Hier nimm deine Gestalt an. Ich verleihe mir bekannten mächtigen Geheimnis eine Form. Kennst du das Geheimnis der Zeitreise? Immer noch nicht. Und so, nachdem dir eine Geheimnisse anvertraut hat. Ja, ich lese das. Es fehlt doch noch eins. Das wird wohl das der Zeitreise sein. Die haben wir alle hier. Okay. Ich würde aber trotzdem nochmal hoch in den Baum gehen. Und mal ein bisschen aufräumen hier. Hier müsste theoretisch jetzt irgendwo ein Gashakan liegen. Weiß nicht der wievielte jetzt, aber viel. Hallo. Da war gar nichts drin. Der hat jetzt alle 8 Essenzen. Der muss jetzt ausgewachsen sein. Ich trampel auf dir rum. Scheiß hier hin, puller dich voll. Ach, hier ist einfach nichts drin in diesen Büschen, Blättern, Bäumen. Da wird auch hier nichts drin sein, doch. Dem Maku-Baum sind Feen gewachsen, durch Sternschnuppe und alles andere. Hm. Gut, dann klettern wir hier runter und tun dann das, was wir tun sollen. Das war richtig bescheuert jetzt. Da war ja noch der Strudel. Ich muss doch aber zurück. Die Frage ist ein bisschen, kommen wir in den schwarzen Turm rein jetzt? Gehen wir mal nach links. Links. Ralph ist noch nicht zurück. Das ist ja unwichtig. Das stimmt. Ja, das ist ein bisschen komisch. Wo ist Ralph? Den haben wir auch ewig nicht mehr gesehen. Mache ich mir jetzt ein bisschen... Nee, eigentlich mache ich mir keine Sorgen. Bin froh, dass der Arsch am... Da ist er ja. Ach, Link, du hast es endlich hergeschafft. Ich bin hier, um Veran das Handwerk zu legen. Veran hat Besitz von Königin Ambi ergriffen, oder? Das heißt, um Veran zu bezwingen, muss ich Königin Ambi besiegen. Nun, Königin Ambi, Veran, ich werde sie alle beide vernichten. Dann werden die Menschen dieser Epoche Frieden haben. Doch was wird mit mir geschehen? Link, vergiss mich nicht. Ich sehe dich als einen Freund. Gut, ich gehe. Ralph wird's schon schaukeln. Auf Wiedersehen, Link. Ich hoffe, du hast noch ein feines Leben. Ist der bescheuert? Link, ich habe die Ahnenbücher studiert und etwas Fatales entdeckt. Ralph ist ein Nachkomme von Königin Ambi. Weißt du, was das heißt? Ralph lebt nun, weil Ambi in der Vergangenheit gelebt hat. Wenn Ambi vernichtet wird, kann Ralph niemals existieren. Ich wollte Ralph aufhalten. Es war vergebens. Wer sagt das eigentlich die ganze Zeit? Link, halt, bitte! Halte Ralph auf. Ich muss noch mit ihm ins Bett. Er ist im Begriff, sich für das Volk und dieser Zeit zu opfern, indem er Königin Ambi tötet. Und ich will dann noch so viele Babys. Ich kann Ralph nicht erlauben, ein solches Opfer zu bringen. Ich bin seine Mutter. Ich dachte, Ambi, Auch ich bitte um deine Hilfe. Nicht nur dem Volk dieser Zeit steht großes Unglück bevor. Nairo, Impa und ich werden den Menschen stärken. Link, wir zählen auf dich. Aber ich bin doch jetzt in der Vergangenheit, ihr Idioten. Ja, in der Vergangenheit, ne? Ja. Ich verstehe jetzt nicht so ganz, was jetzt hier los ist. Okay, wir können in der Vergangenheit, können wir da rein. Was passiert, wenn ich mich jetzt... Oh, andere Musik. So aufregend. Eine seltsame Macht hat dich zurückgeschickt. Herrlich. Momentchen mal. So, nochmal das Ganze. Alles andere macht jetzt hier gerade keinen Sinn. Wenn ich jetzt auch zurückgeschickt werde, dann, naja.
Aha. Wieso hat mich dann... Oh. Das sieht schön aus. Eine seltsame Macht hat dich zurückgeschickt. Okay, am Turm können wir uns nicht teleportieren. Aber kurz vor dem Turm scheinbar schon. Ist klar. Dann gehen wir halt wieder zurück. Wieso kommen wir in der Gegenwart nicht in den Turm? Ich raff's, ne? Dann rüsten wir mal das Schwert aus. Und würde sagen, dann wollen wir Ralph mal erlösen und ihn in den Kopf stoßen. Schwarzer Turm. Hallo. Kann ich mal mit dir sprechen? Von hier an ist es gefährlich. Es wimmelt von Monstern und man findet den Weg zur Spitze kaum, ohne sich dabei zu verirren. Was ist bloß los? Und was mache ich eigentlich hier? Warum liegt da Stroh? Alter, ist das euer Ernst? 6 von den Teilen? Es gibt keine Karte, also... Alter, was ist denn hier los? Komm, weg. Haben wir eigentlich noch Ringe? Ja, einen. Naja, ist egal. Wieso sind die Schiefertafeln jetzt noch da? Ich weiß auch noch nicht, was die 4 Schiefertafeln jetzt ergeben haben, ne? Also, habe ich nicht so wirklich Ahnung. Bin ich eigentlich gerade richtig gelaufen oder eher falsch? Nobody knows. Was wollt ihr denn von mir? Ich hau euch auf den Kopf, Alter. Hier ist eine Treppe. Ich nehme die gleich. Ich wollte aber eigentlich vorher mal wissen, was hier drüben war. Weil ich konnte ja gerade auch, glaube ich, einen anderen Weg gehen, ne? Die Musik ist auch spacig irgendwie. Ach Mist, jetzt bin ich hier überall schon lang gegangen. Gut, damn. So, hier laberst du uns wieder voll. Oder ging es hier gar nicht lang? Oh, scheiße, ey. Jetzt bin ich den ganzen Weg umsonst gelaufen. Voller Herzen, voller Herzen, voller Herzen. Ach, Kacke. Na komm, dann hier, Pegasus-Kerne. Ab geht er, Peter. Ich wollte eigentlich jetzt mal langsam aufhören zu spielen, dass wir auch noch ein bisschen was übrig haben für... Weil ich weiß ja nicht, was hier jetzt gleich passiert, ne? Habe ich ja ehrlicherweise keine Ahnung. Und weiter geht's. Pegasus-Kerne wären eigentlich echt was Geiles. Überhaupt diese ganzen Kerne. Wenn es die im echten Leben geben würde, das wäre ja prima. So, sind wir immer noch? Wir sind immer noch im Turm. Keine Karte. Ach! Na, euch habe ich auch lange nicht gesehen. Jetzt sehe ich euch nicht mehr. Klar. Logisch, erstmal so ein behindertes Strahlenauge. Na, und ihr natürlich auch dabei. Da seid ihr dabei. Das ist prima. 2 Herzen ziehen die einem ab, ey, wenn sie einen zweimal treffen. Ihr alten Idioten. Es gibt immer noch keine Karte. Raubschleime. Ich lasse mir mein Schild jetzt nicht stören. Stehlen. Fressen, meine ich. Hätte nicht noch ein paar mehr Gegner hier hinmachen können? Ist ja schon ziemlich boring. Schon ein bisschen boring. Hier stehen ein Haufen Fratzen rum. Da erkennst du deine eigene Fratze nicht mehr, ey. Und zack. Wie viele Stockwerke sind das jetzt? 10? 20? Genauso wie die behinderte Trivago-Werbung. Wie viele Hotels vergleicht Trivago eigentlich? 1000? 2000? Oder 20.000? 200.000? 900.000? 1 Million Hotels. Wo ich mir so denke, Alter. Was ist das für eine, was ist das für eine Skala? 200.000, 900.000, 1 Million. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Au! Oh, der haut rein. Wir haben keine Magieflasche, fällt mir gerade auf. Das ist vielleicht nicht so von Vorteil. Das heißt, eventuell muss ich es alles nochmal machen hier. Ha! Gibt es noch einen hier? Oder waren es nur 2?
Waren nur zwei offensichtlich. Kranker Scheiß. Link hat mit Hilfe des Riesenkerns des Makobaums aus drei Eingängen eingemacht. Und hat sich dabei eingemacht. Link, Link. Deine Bemühungen sind fruchtlos. Erkenne, der Zeitstrom in Labrunna ist unterbrochen. Den Menschen die Lebenslust genommen. Sie spüren die Qual. Oh, Bitch. Zwei von drei Flammen brennen. Es ist an der Zeit, die Flamme der Qual brennt bereits. Die Flammen der Qual und der Zerstörung lodern hell. Nur die Flamme der Verzweiflung fehlt noch. Leider habe ich kein Feuerzeug. Wenn diese drei Flammen entfacht sind, werden wir unser Opfer darbringen, um die finsternden Riten zu verenden. Dann wird der König des Bösen zurückkehren. Ich kann es nicht mehr. Ich kann nicht mehr lachen. Es tut mir leid. Ich finde es unlustig einfach. Oh, Bitch. Tja, Freunde, dann würde ich sagen, gehe ich da jetzt mal nicht rein, sondern mache an der Stelle eine Aufnahmepause, um nicht zu sagen, einen harten Cut, weil 3 Stunden und 10 Minuten fast, Gott, das letzte Mal so lange aufgenommen, schon lange her, aber wir haben viel geschafft, wir haben Level 7 fertig gemacht, wir haben ganz viele tolle Dinge gemacht, wir haben Level 8 gemacht, wir haben jetzt hier, sind wir kurz vor, ganz kurz vor der Eskalation-Logik, 222 Rubine, ganz geil. Ich werde mir vermutlich bis zum nächsten Mal nochmal eine Magieflasche organisieren, dass wir wenigstens eine haben, weil wir haben ja unsere leider verbraucht, glaube ich, ne? Ja, haben wir verbraucht. Und vielleicht den Ring noch schätzen gehen. Muss ich mal sehen. Und vielleicht irgendwie noch, naja, die Herzteile. Weiß ich nicht. Aber die noch kriegen irgendwie. Freunde, ich wünsche euch alles Gute und hoffe, wir sehen uns dann auch in den finalen Folgen, höchstwahrscheinlich, von The Legend of Zelda Oracle of Ages, die demnächst bestimmt online gehen. Und ja. In dem Sinne, viel Spaß bei dem, was ihr jetzt nächstes tut. See Movie, das ist Unterhaltung. Und ich bin jetzt hier raus. Bis dann, euer Timmy. Habe ich gerade gesagt, See Movie, das ist Unterhaltung? Claim-Fehler. See Movie, am besten so. Bis zum nächsten Mal jetzt. Tschüss.